Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde One in the Chamber. Gab's ja relativ lange nicht mehr, also dachte ich mir, mache ich das einfach mal. Und ja, ich habe jetzt einen neuen Skin drin. Da ist schon Pinguin und der hat so eine Pinguinmütze auf. Das sieht voll geil aus, aber den sieht man gerade nicht. Auf jeden Fall, der hat ja voll die geile Pinguinmütze. Also wenn ich den hinten bekomme. Zack, mal, der ist nicht weitergelaufen. Ich glaube, dann wäre der vielleicht tot. Aber ne, vielleicht. Ich hole mir jetzt so einen. Hey! Pam. Ja, wieso spawnt da keiner? Da spiele ich nicht so gut. Ja, auf jeden Fall habe ich einen neuen Skin. Könnt ihr mal schreiben, wie der ist. Aber ich glaube, ich mache mir eh bald wieder meinen normalen rein mit dem grünen Anzug und so. Mal, der war viel besser. Sorry für Spawn-Trappen. Na, der ist nicht rausgekommen. Aber wir haben jetzt schon 6-0, Alter. Ich mache jetzt einfach 100-0. Ey, was tötest du, Leute? Das ist nicht nett. Das ist ganz und gar nicht nett. 1.7 OP Range. Okay, jetzt ist er tot. Nein. Den Skin, was der da gerade drin hat, den hatte ich auch mal. Was? Hatte der. Leute, hatte drei Pfeile, Alter. Was ist los mit dem? Also, den Skin, wo der drin hatte, hatte ich früher auch mal drin. Lol. Jetzt bin ich hart am Abkacken. Nein. Okay, ich werde jetzt versuchen, so Abwechslung zu machen. Also, was heißt Abwechslung? Jeden Tag Survival Games. Ne, nicht jeden Tag. Jeden zweiten Tag Survival Games. Dann Project Future. Survival Games, Project Future. Und immer schon weiter. Ja, und anstatt Survival Games mal, also sagen wir eher so Project Future, PvP, Project Future, PvP, so eher. Oh, dem Kill. Burn, Pinguin, burn. Ich finde es so geil, dass man ihn einfach bringen kann, Alter. Das hat voll gut getarnt. Nein. Na, ich hab gebrannt. Ich hab ihn angechandert. Also es wäre auch geil, wenn jemand brennt, dass der dann auch brennt, wenn er dich schlägt oder so. Das wäre einfach mal übel geil. Wo sind denn die Leute? Jetzt bleibe mal stehen und gehe kurz und skip. So, und ich muss jetzt auch noch, ich nehme das heute alles am Sonntag auf und am Montag habe ich ja gesagt, schreiben wir die Prüfung. Und man muss einfach so verdammt viel lernen. Das ist ein ganzes Heft, habe ich euch eh schon mal irgendwann, glaube ich, mal gesagt. Ja, habe ich. Auf jeden Fall ist es einfach übel viel. Und ich habe gerade mal die Hälfte und morgen schreiben wir den Kack schon. Heißt, ich darf, also wenn ich zur Schule fahre, noch lerne und dann lernen. Und dann, also wir schreiben die erste Stunde so. Und wir kommen ja immer 7.45 Uhr rein. Um 8 Uhr fängt dann der Unterricht an. Und die 15 Minuten lernen immer noch alle. Was auch eigentlich sinnvoll wäre. Und ja, also habe ich doch eigentlich noch genug Zeit. Ja, ich habe gewonnen, stehen. Ich hänge jetzt noch eine Runde hinten dran. Und ja. Und so lange ich hacke. Ja. Und ja, also kurz. Cut. Ja, da sind wir wieder. In Candyland. Yeah, yeah. Aber der Schnee passt nicht mehr dazu. Und irgendwie gibt es auch viel zu wenig neue One Chamber Maps. Also. Ah ne, da gab es eine neue, aber die sind nicht so gut. Beziehungsweise die Spawns sind verkackt. Bei der einen, da wo so ein Tunnel unten durchgeht, die ist zum Beispiel richtig scheiße. Das ist einfach so ein Berg, genau wie hier. Nur der geht nach innen und dann ist nicht so viel Platz. Also das ist eher gay. Aber gut. Wenn die das wollen. Huh, nein. Stirb. So. Hä? Die lebt noch. Scheiße. Ich dachte, ich so, hä, wieso habe ich keinen Fall bekommen? Oh nein, der Andreas, oder wie hieß der? Keine Ahnung. Wir sind eigentlich gerade voll hart am Verkacken. Der hinter uns killt uns jetzt eh. Ich sehe es. So, komm. Mann, ich bin hart am Kacken. Ohne Witz. So, ich habe jetzt nur noch ein Leben. Jetzt bringe ich alles und jeden weg. Oder doch nicht? Jawoll! Okay, das war jetzt eigentlich eine relativ scheiß Runde. Ja, aber auf jeden Fall war es jetzt von Roni in der Chamber. Ich muss jetzt auch noch ein bisschen lernen. Und ja.
Hausaufgaben, glaube ich, habe ich alles, hoffe ich zumindest. Ja, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich trotzdem über eine Like freuen. Morgen gibt es dann Project Future und dann am Mittwoch ist die PvP schon wieder. Da könnt ihr euch drauf freuen. 30 Minuten PvP auf Hefe. Und ja, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like da und wir sehen uns einfach nächstes Mal. Ciao!